So, ich glaube, ich habe noch nie so schnell geraucht, so geil bin ich. Was? Hab da noch was hingeschmissen. Oh. Oh, lila, lila. Ja, San, was tue ich denn damit? Schauen wir mal. Irgendwas fehlt mir. Ach so, ja. Arsch bin ich jetzt auch nicht, dass er es verkauft. Vielleicht kannst du es ja brauchen. Alles klar. Dann Gut. müssen wir denn hier. Ich hab das schon immer erwarten können, hä? Hoppala. Schon. Ich habe eigentlich schon insgeheim drauf gehofft, so. Redet er mir drauf um, dass er vielleicht heute schon loslegen möchte? Redet er mir nicht drauf um? Warte, muss man denn überhaupt hier? Wir müssen dieses Chaos irgendwie zu unseren Gunsten nutzen. Splinterlands. Wir müssen sie nur programmieren und herausfinden. Hey! Ach so, ich muss erst wieder umstehen da. Lass die Hater nicht gewinnen. Sei ganz du selbst. Wo hatten die Splinterlands? Schauen wir halt. Eigentlich sagt der Pandora, aber ich sag da kein Quizmarker nicht. Naja, gehen wir mal irgendwo hier, dann wäre der Schutz anzwang. Und da beim Lohn habe ich mir jetzt eine Klassenmod gekauft. Und die Klassenmod, ja, wie heißt das unten da, das Artefakt derzeit? Oh. Also mit Strahlung, 13% Explosionsradius, 13% Explosionsschaden und Aura. Ich mache jetzt eine Atomaura. Oh. Hört sich schon gut an, ja. Hat mir aber auch einiges gekostet. So, der Kaffee ist auch fertig, wie das gehört. Und der kommt auch wieder pünktlich, ja. Ja, ich bin ganze Zeit. Weil ich heimgekommen bin, heute oder bin ich nicht gehört oder geschlafen. Und dann ist er auf einmal aufgeschossen. Wie er mich dann durchgesehen hat und dann. Und jetzt poppt er wie ein Kletten da. Wo kann ich denn da ein Auto holen? Auto. Los geht's. Hä? Wo zockt denn der hier? Da auf. Aha. Forst. Dabei noch schnell was umstellen da. Sei mein Socki! Mein Gelenk! Ja, dann bringt er mir ja bloß zum nächsten Schnellreisepunkt. Ein bisschen. Sind wir schon wieder draußen, hä? Ich bin ein bisschen ratlos, wo er hin möchte. Ja, wo haben die Drecks-Splinterlands? Was?
seinen Splinterlens. Tja. Seine Leistungswerte. Ach so. Vielleicht haben wir da irgendwann einen roten Flieg. Ach, was ist da der Unterschied? Okay. Ich schau da mal rüber zum Scheißhaus. Oh, da ist noch viel. Achso, aber das ist. Ah ja. Ein bisschen Money Money. Was dann der Iron Beer zu halt, wenn das da so Ewigkeiten in Tech geschossen worden ist. Wie was? Der mein Mac. Ach so, ja, da heißt der Iron Beer. Aha. Also nicht Bier wie Bier, sondern Bier wie Bär. Ah ja, jetzt hat. Ich brauche mein Mauspad, das holt nicht mehr richtig da. Meins hab ich geschrottet, jetzt weißt du, auf was ich mit der Maus spiel. Auf ein Blattl Papier. Ich wollte gerade sagen, Zeitungspapier oder so. Ja. gibt's da Auto? Und heute hat mir ein guter Freund hat mir ein Beutel geschickt. So die 20 typischen Sachen, wenn man eine Lärmparty mitgemacht hat. Der eine, der ist dann mit Klebeband an der Decke drum und spielt mit dem Laptop und dann natürlich auch noch Chili und dann ein kleines Video mit dabei, da wo dann drauf und einen reingeht in das Zimmer und dann gleich wieder mit aufgerissenen Augen und zurückgehaltenen Nosen wieder rückwärts rausgeht. Weil sie sich schon nach 3 Tagen nicht mehr gewaschen haben. Oh Gott, ja. Achso, du bist da gar nicht, doch, bist du dabei. Ja. Natürlich. Warten, also für Rodi Flicken da. Das geht ja gar nicht. Da war ich schon. Da warst du schon. Wie kann das sein? Ach, das ist die Scheißstelle, da wo ich mit dem blöden Reifen da so Ewigkeiten gekämpft habe, wo du gesagt hast, jetzt wird schon langsam peinlich. Da ist schon wieder mein Freund. Verreck doch einfach, du Scheißteil. Oh, da ist gleich was. Funkturm. Ich fäll dir ein paar Poser. Poser, ja. Geht das wieder los? Ja. Oh ja. Ich will mich prügeln. Oh ja, das mag ich, das Gewehr. Das ist auch nicht schlecht, oder? Ja. Aber wichtig, so unser Auto brennt. Kollateralschaden, passt schon. Das sind alles Zusagen. Oh, verdammt.
so süß. So süß. Mein liebes Mädel. Fertig, gut. Nach Pandora kam und letztendlich hier festsaß, war Typhon schon weg. Ach, wenn sich unsere Wege doch nur gekreuzt hätten. Während ich darüber nachdenke, was hätte sein können, wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Beutekiste. Genau das habe ich gebraucht. So, wo ist der? Ah, naja, ganz so weit weg. Schauen wir mal, was drin ist. Naja, da habe ich keine Erwartungen mehr bei sowas. Na. Vorsicht, da nicht. Da, die fangen gleich zum Schießen an. Nein, ich will bloß das rote Flickerl da wegmachen. Mit dem Feller habe ich schon gemacht. Ich bin hingelaufen und dann hat er mich schon interessiert. Ach, da geht's auch. Wo geht's denn da noch hin? Ach, nicht ganz. Schickers Zwinger. Sogar was Blaues. Ah, Raketenwerfer. Nein. Na, lass mal liegen. Oh Gott, so übel. Ja. Mit dem Scheißteil kommen wir nicht mit Zielen da. Ich schieße nicht mit den Raketenwerfer. Zum Verkaufen. Da habe ich bitterböse lernen müssen. Raketenwerfer sind für mich. Aber dafür habe ich bloß drei Teile gebraucht. Um das zu merken. Und bist du bei Granaten auch nicht besser? Ja. Jetzt glaube ich verfolge mich schon wieder. Nein. Oh Gott, da gibt es schon wieder unterschiedliche Höhenstufen da. Voll drauf. Mit unserem Lady Duo. Da? Na. Ah, da oben. Was lachst denn du? Ja! Schräger Hippies können. Also ein Legendary gekriegt. Ja, genau. Bei mir ist bloß ein blaues Zeug drin, weißt. Oh, es ist eh für Scheiße. Aber immer nur bei ein Skin gekriegt, wenigstens. Achso, das ist auch ein Skin. Okay. Legendary und zwei lila und eine blaue. Alle Lecke, also wo ist denn da die Gleichberechtigung noch? Der ist schon wieder.
resistent. Was nehmen wir denn dann daher jetzt? Oh mein. Ja, das sind keine schönen Geräusche. So, und jetzt? Was hatten das für Nebenquests? Sprint, also eine zeitkritische. Kräftiger Kinokenner, das kann was Normales sein. Der kräftige Kinokenner. Wenn das auch wieder sowas wird wie der Koffein-Call. Hast du das wieder bei mir angeschaut? Ja. Danach waren wir ja völlig platt. Oh, meine Jungs sind da übrigens auch begeistert, wenn sie die Lore hören. Ja. Die haben mich abonniert auf YouTube. Mhm. Meine Buben? Ja. Oh. Dann sag ich Hallo Buben. Oh, leg dir da 3D-Brenner auf, cool. Ja, schau dir geil aus. Hallo Kammerjäger. Du bist genau die Person, von der ich nicht wusste, dass ich sie sehen will, seit ich gerade gesehen habe. Würdest du im Müll nach meinem Echo-Gerät suchen? Irgendwie habe ich eine Menge Kohle und kann dir was davon abgeben, wenn du mir hilfst. Kannst du nicht selber im Müll zu... Der, was er sagen hat, heißt Rona. Er hat meinen Echo zerstört, weil er meine filmische Vision nicht verstanden hat. Dieser Kleingeist. Rona guckt lieber diese schrecklichen Filme, die dieser Troy dreht. Troy verprügle ich in meinen Träumen. Oh, okay. Oh Mann. Okay. Ich hab das bloß noch so lustig gefunden, dann, wie wir mit dem Auto rumgefahren sind und wir wollten mir da das Radl kaputt machen und sind gegen einen Stor gefahren. Und schießen immer noch drauf, obwohl ich dann gefragt habe, ja, wer fahren eigentlich? Das Ding hat mich kaputt gemacht. Ach, das ist eh gleich da. Hm. Das kann ich mir gerade gar nicht daran erinnern, irgendwie. Jojo. Kann jemand erschießen? Na, ich meine, ich mach viel Schaden, aber irgendwie nicht. Mein Depp hab ich mich schon wieder verdrückt. Wieso halt denn das raus da? Oh Gott! Das ist ein Arschloch da. Ja, du warst vorhin lustig da. Jetzt kommen die Reifen auch schon wieder. Nein, nicht da drehen. Zug weiter. Ja, ja. Wir haben gerade von allen beiden Seiten beschossen. Nicht heute. Passt schon. Das ist einfach nur genial. Mhm. Oh ja. Mmh. Ja, macht wieder Laune. Da kommen die Explosionen. Jetzt bin ich gar nicht dazu gekommen, dass ich mir das Loot nochmal anschaue vor dem Typen. Vor dem Gesalten. Gesundheit. Explodiert's wieder?
Da schaut's aus wie ein Schlauch. Hui, so viel Loot. Ja, so ja. Ah, Mülleimer. Und da drin auch nicht. Oh ah. Nein. Jetzt haben meine Granaten, füllen sie wieder von der Lohr auf. Oh, haben schon wieder 4 Granaten gekriegt. Das war alles? Ah, du bist. Das ist mein neuer Skill. Wieso ist es heiß dabei, wenn es Hibien. Los, her damit! Geht's noch auf, ja? Oh, das ist noch ein Claptrap. Teil. Besonders. Jetzt bleibe ich da noch stecken. Dein Kopf auf einer Lanze! Die große Farbe! Wunderschön durch! Nein, oder lässt er, oder was auch immer! Was war denn dies? Scheiße! Jetzt hab ich wieder selber in die Luft gejagt. Das darf man nicht sagen. Scheiße! Ach, du bist. Lass schon, bin gleich wieder da. So. Ja, komm. Okay. Ach, da ist schon wieder einer. Nein. So schlimm mit den ganzen Explosionen. Ja, ich glaube schon. Artefakt. Ja, in einer Minute bringe ich dich um, ist klar. Ist ja schön, wenn es motivierte Mitarbeiter haben. Ja. Aufgegangen sind. Das will ich jetzt nur wissen. Ich glaube, du bist schon so richtig, oder? Aha. Ja, ich glaube, du bist jetzt richtig dran.
orientieren wir Ochs. Ja, wir müssen halt leider nur, wenn man Schaden austeilt. Ja. Das ist halt unser Skill. Laune, wenn es alles wieder rundum zerreißt und schon. Ja. Schauen wir, was da kommt. Ah ja. Oh nein, das ist schrecklich. Die Projektorlampe ist kaputt. Oh. Du musst das Ding reparieren. Und ich werde dir mehr Geldbündel geben, damit du es tun kannst. Sie haben an meinem Projektor rumgespielt. Wer auch immer das getan hat, wird dafür büßen. Na los, geh sie schon suchen. Sind da keine Lampen drin? Ah. Ich glaube, ich habe diesen Idioten Rona gesehen, wie er die Dinger für seine Schießübungen benutzt hat. Schieß auf ihn, bis er das sein lässt. Das Evangelium der Kalypsos wird nie zum Schweigen gebracht. Da hinten ist auch noch einer, der steckt aber fest. Was denn? Hey, einer, der war jetzt da hinten gesteckt, da drin. Ja. Und auf einen Schlag ist er dann nach oben geflogen und war dann da. Wie ist ein Teleport? So habe ich letztens bei Darksiders gehabt, weil das auch wieder mal spät zwischendurch. Auf einmal in die Welt hochgefallen bin. Und irgendwann noch, weiß nicht, 3 Minuten oder so bin ich dann wieder abgestützt. Ja. Ist ein Reisch. Ja. Ist da was? Nix. Oder Heiligen. Ich hab 2 Tage gebraucht, dass ich wieder einigermaßen fit war. Schön, dass der mir Jacken gefällt. Ja, du kannst nur die ganze Zeit grinsen da, also echt. Ja. Oh, leck, ich steck schon im Boden, oder wie? Ja! Ah, ja, du ja. Super! Hey. Mit meinem Clown im Gesicht. Das ist der Rana. Der alte Rana ist du. Mit Einschusslöchern wirst du viel besser. Tschüss. Jetzt geh und such seinen Lampenvorrat. Mein Schicksal wird ungeduldig. Forderungen auch noch stehen da. Wahnsinn, das macht sogar Spaß, wenn die Leute verbrennen irgendwie. Das ist schon makaber. Wo ist denn der Lepp? Ja, da ist er, glaube ich, an der Klepptrepp. Ah ja. Er hat es geschafft! Er hat sich in einer Pornohöhle zur Tode gefummelt. Wenn die Leute angeklickt haben, dann ist ein robuster Kopf mit Tagelände-Ausstattung. Sowas wie ein Allrad, ein Triple, ein einzelnes Rad. Einfach, was er markiert. So, was sieht, wo es bei Gefummelt für Gedanken aufgekommen ist. Oh, Pornohöhle. Das ist auch eine Pornohülle. Ja. Aber ja gut, wir haben die nicht. Du weißt, was zu tun ist. Und wenn nicht, geh und tausche die Lampe aus. Gut, jetzt habe ich gerade einen kurzen geistigen Hänger gehabt. Wenn ich mir das bildlich vorgestellt habe, Klepptrepp in der Pornohöhle. Ja, das ist. Etwas verstörend. Fallen an was rubbelt er dann? An der Antenne. Ja, oder vielleicht da, wo. Der wäre dann mit Strom laufen. Wahrscheinlich da vielleicht am Anschluss. Jawohl! Bring mich zu meinem unvermeidlichen Ruhm,
jetzt da? Schau's mal über Snipo. Was ist wirklich real? Wow, tiefsinnige. Sie tragen mich wie Engel. Wenn ich falle, wirst du mich dann fangen. Ich laufe weiter, wirklich schnell. Oh, hallo, ich. Ich muss das nicht verstehen. Dana Kick. Wow. Wahnsinn. Bin sprachlos. Ja, da fällt, also da ist mir jetzt auch Spucki weggeblieben. Achso, der ist da oben schon. Nein. Bleib ja weg, du Scheißreif, was sagst du? Gott, bist du blöd. Ding. Schauen wir mal, was er sagt. Der Buff. Du bist die Nummer 1, Kammerjäger. Gleich nach mir. Also bist du doch nur die Nummer 2. Was auch gut ist. Dank dir werde ich jetzt für Millionen von Jahren berühmt sein, Kammerjäger. Das kann ich dir nie zurückzahlen. Aber ich will es mit all diesen Bündeln Geld versuchen. Und wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss meine Dankesrede üben. So, bist du Scheißreifen. Was haben wir gekriegt? Geld? Oh, knapp wie 13.000. Ich möchte der gesamten Akademie für diesen Preis als bester Filmemacher des Universums aller Zeiten danken. Das ist eine große Ehre, die ich absolut verdient habe. Meine Filme sind zweifellos die größte filmische Leistung. Und ich empfehle allen, sie sich anzusehen. Und sie zu genießen und daraus zu lernen. Es geht um Leidenschaft und darum, das zu tun, was man liebt. Und dann wird man auch zurückgeliebt. Zumindest war das bei mir so. Ihr müsst nur eurem Traum folgen. Ich bin ihm gefolgt und er hat mich hierher gebracht. Der Preis für den besten Filmemacher des Universums aller Zeiten. Wenn ihr eurem Traum folgt, könnt ihr das vielleicht auch werden, außer, dass ich es bereits bin, und zwar für alle Zeiten. Viel Glück dabei. Hast du den jetzt zlickt oder den blöden Reifen? Den Reifen schon, ja. Grüß. So, was haben wir jetzt da? Bum, 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 stoppt. Okay. Ja, richtig jetzt. Ja. Ja, du fährst, die schicken wir dabei bei SPI. Oh. Ein Hochzeitsweißbier. Unser Auto zu legen. Ah, es holt da was aus.
Das ist nur übrig geblieben von meinen, von den Exzessen da am Allerheiligen. Allerheiligen? Ach so, mein. Ich bin die ganze Zeit bei Weihnachten, wenn du Allerheiligen sagst, ich weiß gar nicht warum. 28 Leute, 7 Kästen Bier, 4 Flaschen Blutwurz, 3 Flaschen Rum. Danach waren wir tot. Das kann ich mir vorstellen. Bloß den letzten Kasten, den haben wir nicht mehr ganz geschafft. Habt ihr so viel Platz gehabt, liege Plätze für die Alkoholleichen dann? Wir sind überall. Ich bin dann auch noch zu Fuß warm. Das waren sehr weite 2 Kilometer. Ah, da haben wir schon da. Hey Kami, wir brauchen deine Hilfe! Ja, Tina! Kami, ich brauche Hilfe! Ui. Da läuft sie mit einer Tina. Was soll ich denn machen? Traust du nicht! So ein Schnuckerl, gell? Achso, drauf schießen wahrscheinlich, ja? Na. Ah! Trifft die Bummel einen Boden. Achso, ah, okay. Und so wird halt lesen. Geht's da noch hin? Oh, ganz so schnell. Na, Flugviecher schon wieder. Ah, Flugviecher abschießen ist nicht so meins. Oh, mit der Pistole geht's. Später wieder.
So, ja, das ist ja auch noch offen. Ja, das wird was werden. Da unten? Ist da auch noch was? Ja, ich glaube nicht. Kannst du mal runterhupfen? Kannst du mal schauen? Du bist die Testperson. Ich erinnere dich bloß an deine missglückte Aufzugmission. Na gut, dann schauen wir mal. Ach, wird schon schief gehen.